Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Sons of the Forest Tipps und Tricks Video. In diesem Video geht es um 10 Dinge, die ich gerne schon eher gewusst hätte und die euch bestimmt den Start ins Spiel erleichtern. Vielleicht ist sogar für euch noch der ein oder andere Trick dabei. Let's go! Tipp Nummer 1 bezieht sich aufs Jagen oder Fischen oder insgesamt euren Hunger. Und zwar gebe ich euch den Tipp, stellt euch in einen See oder Teich, stecht einmal zu und esst den Fisch direkt, indem ihr lange E haltet, indem ihr ihm einfach den Kopf abbeißt und roh verspeist. Es füllt mehr als die Hälfte eurer Hungerleiste auf und dazu kommt, ihr braucht den Fisch nicht erst wie anderes Fleisch braten, es macht euch nicht krank und geht super schnell, ihr habt überall Seen, Bäche, irgendwelche kleinen Bachläufe oder irgendwas, wo es Fisch gibt und im Sommer ist es auf jeden Fall eine super Alternative, um schnell über die Runden zu kommen. Trick Nummer 2 bezieht sich auf das Inventar oder auch Schnellinventar und inzwischen auf die Hotkeys. Und zwar war es vorher so, dass ihr alles, was ihr auf den Rucksack gepackt hattet, per lange I halten so auswählen konntet und per Schnellinventar nutzen konntet. Jetzt durchs Update von Hotfix 2 kamen aber die Hotkeys dazu. Und zwar könnt ihr dafür einfach im Inventar über die Sache gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und sogar 0 drücken. Und die Sachen, die ihr auswählt, werden dann, ihr seht schon, kleine Zahlen hinzugefügt. Und ihr könnt die dann, während ihr kämpft, einfach per Schnellauswahl drücken, indem ihr halt einfach 1, 2, 3, 4, 5 für die jeweiligen Sachen wählt. Und so natürlich viel schneller und besser kämpfen, falls ihr schnell zwischen Fernkampf- und Nahkampfwaffen jetzt wechseln müsst. Weil vorher war es so, solange ihr den Rucksack draußen hattet, konntet ihr euch nicht mehr bewegen. Jetzt durchs Update empfehle ich euch auf jeden Fall, rüstet euch den Rucksack trotzdem noch mit praktischen Dingen aus, die vielleicht aber eher fürs Schnellbauen sind und nutzt jetzt auf jeden Fall die Hotkeys für eure Lieblingswaffen und Lieblingsequipment-Gegenstände, um schnell voranzukommen und schnell im Fight zu interagieren mit den Gegnern. Trick Nummer 3 bezieht sich darauf, gerade am Anfang des Spiels, falls ihr noch nicht so viele Federn habt, durch eine Federfarm im Sinne von Vogelhäuschen oder Vogelscheuche, könnt ihr einfach am Strand oder auch im Wald, zum Beispiel wie ich hier im Hintergrund die Möwe, bei Vögeln bis zu 3-mal zustechen und sie geben euch jedes Mal Federn. Erst ab dem 3. Mal kommen keine Federn mehr, also ihr könnt nicht mehr wie im alten Teil nur einmal zustechen, sondern noch 2-mal mehr und dann könnt ihr sogar noch das Fleisch trotzdem mitnehmen. Tipp Nummer 4 bezieht sich eigentlich darauf, dass egal wo ihr seid, immer versucht alles zu looten und die ganze Zeit eigentlich permanent zu spammen, so gefühlt. Egal ob ihr im Wald seid und Pflanzen seht, kleine Steine, große Steine, Sticks, Pflanzen, Pilze, Beeren. Versucht erstmal alles mitzunehmen, denn es ist diesmal anders als in Teil 1. Ihr braucht nicht aus Hasenfell oder so euch einen Bärenbeutel machen, sondern wenn ihr kurz E drückt, sammelt ihr alles ein und wenn ihr lange E drückt, esst ihr die Sachen. Also Vorsicht bei Pilzen und Bären, die ihr nicht kennt. Aber solange ihr einfach nur kurz E drückt, ist alles gut. Tipp Nummer 5 bezieht sich auf das Kreuz, was ihr in dem Cave mit dem Seilgewehr finden könnt. Und zwar, wenn ihr das Kreuz verwendet und quasi auf die Gegner richtet und ihnen entgegenstreckt, fürchten sie sich davor. Das funktioniert aber eher bei Mutanten und sie weichen halt so ein bisschen nach hinten. Tipp Nummer 6 bezieht sich auf die Trinkflasche und zwar könnt ihr relativ schnell am Anfang zu einem Bunker, wo ein 3D-Drucker steht, wofür ihr keine Karte, kein Equipment, nichts braucht und könnt euch relativ schnell zu Anfang die Maske und die Trinkflasche machen. Die Trinkflasche hat den Vorteil, ihr könnt sie unterwegs befüllen und müsst jetzt nicht ständig nach Bächen oder halt nach Seen Ausschau halten, um zu trinken und müsst nicht eure Energies verschwenden. Tipp Nummer 7 bezieht sich auf eure Base. Eher gesagt, wo ist es gut, eine Base zu bauen und wo ist es eher unpraktisch, eine Base zu bauen. Und zwar geht es darum, eine gute Base-Location sollte nicht nur einen See oder einen Teich als Wasserquelle haben, denn diese frieren im Winter zu.
Also versucht stattdessen eure Base in Nähe oder wirklich absolut in der Nähe eines Baches oder Flusses zu bauen. So habt ihr im Winter immer fließendes, offenes Wasser, woran ihr jetzt eure Trinkflasche oder halt auch einfach so raus trinken könnt. So müsst ihr nicht eure Energies verschwenden oder halt alle Getränke, die ihr so über die Zeit gesammelt habt, weil es auch noch keine Trinkschalen gibt für Regenwasser. Außerdem empfehle ich euch aufzupassen und ein bisschen eure Umgebung abzuchecken, dass ihr nicht in der Nähe von solchen Kannibalendörfern baut, weil Kannibalendorf in der Nähe bedeutet, ihr habt wirklich ständig Gegnerkontakt und werdet eigentlich nur beim Bauen gestört. Guckt einfach mal ein bisschen im Umkreis, ob ihr so ein Gegnerdorf in der Nähe habt. Wenn ja, überlegt euch vielleicht nochmal einen neuen Punkt und baut woanders, außer ihr sucht die Action. Tipp Nummer 8 bezieht sich auf die rote Maske, die ihr am 3D-Druck herstellen könnt, und die goldene Maske, die ihr später im Spielverlauf finden werdet, die ihr euch so wie hier im Hintergrund gezeigt vors Gesicht halten könnt. Ähnlich zum Kreuz funktioniert jetzt auch die Maske, allerdings eher bei Kannibalen, und zwar wenn ihr euch die Maske vors Gesicht haltet und die Kannibalen euch angreifen oder halt erstmal euch angucken. Funktioniert übrigens auch beim Kannibalen-Boss mit der goldenen Maske. Sind sie so ein bisschen verwirrt und abgeschreckt wie mit der roten Farbe damals und greifen einen nicht direkt an. Trick Nummer 9 bezieht sich auf das neue Schnellbausystem, und zwar könnt ihr aus den Planen mit einem Stick, zwei Sticks, drei Sticks, vier Sticks ein Shelter bauen. Und dieses Shelter funktioniert einfach so, dass ihr es aufbauen könnt und darunter halt schlafen oder eben speichern. Und der Vorteil ist, ihr könnt dieses Shelter, wenn ihr im richtigen Winkel guckt, mit der Taste C auch einfach wieder abbauen und habt dann so alle Materialien direkt wieder. Und könnt einmal kurz zwischenspeichern oder halt einfach einmal kurz schlafen und dann speichern und wieder weiter erkunden oder in das Cave reingehen, wo ihr gerade seid, und müsst euch so keine Sorgen machen, dass ihr Sachen verliert. Und Tipp Nummer 10 bezieht sich eigentlich darauf, seid nicht zu ängstlich, meidet nicht jeden Kampf, versucht einfach zu kämpfen, denn egal ob im Cave oder auch oberhalb, solltet ihr doch mal sterben, werdet ihr entweder wie hier im Hintergrund in ein Dorf gezogen, werdet dort wach und könnt euch mit eurem Messer befreien. Oder im Cave hängt ihr an der Decke und könnt euch so freischneiden. Tipp nur, passt auf, irgendwo um euch herum liegt euer Rucksack, sammelt ihn ein, um euer Loot wieder zu haben. Also macht euch keine Sorgen, ihr werdet nicht alles verlieren, wenn ihr mal sterbt. Wenn euch dieses Video geholfen hat oder auch einfach nur gefallen, lasst mir doch bitte ein Däumchen nach oben da, abonniert diesen Kanal hier, um keine Informationen, Locations, Tipps, Tricks oder Updates mehr zu Sons of the Forest zu verpassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ein Teil dieser Community wirst, und würde sagen, Freunde, bis zum nächsten Location-Video. Macht's gut, viel Erfolg beim Survivalen, haut rein, peace out. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream.